kann es denn sein, dass ich jetzt noch schlechter sehe? Okay, da ist auf jeden Fall eine Infusion. Ich kann nur 10 Magazine mit mir rumtragen. Schön, dass da jetzt so super Musik kommt und so. Diese Ronald Street. Ach, da. Irgendwo hier sein. Ronald Street sein soll. Ich muss jetzt den ganzen dämlichen Weg nochmal zurück. Und durch irgend so ein Fenster durchgucken. Ich war schon vorhin richtig gewesen mit dem besteuerten Bus. Dämlichen Schnee sehe ich jetzt einfach noch weniger. Hier muss ich jetzt nochmal zurück, weil ich hätte den Schlüssel vorher.
bescheuert, okay. Darf ich nochmal komplett hier durchlatschen? Wieder durch den Park durch, den Schlüssel irgendwo benutzen. Wieder zurücklaufen, die Dings holen gehen. Einsetzen, die neue Sicherung. Backtracking, Dinger. Bloß weil du keinen Inventarplatz hast. Das ist auch so zum Kotzen, wirklich. Ich meine, wenigstens habe ich auf dem Weg jetzt alles aus dem Weg geräumt. Muss ich hin. Aber auch nicht verstehen, jetzt hält der Akku unendlich. Was ist dieses Spiel doch echt cool? Boah, ich lad lieber vor. Ich frag mich immer noch, was da durch diese Dings durchgekraucht ist. Na, jetzt muss ich einmal den kompletten Weg zurück. Feier ich gar nicht. Schon wieder voll auf Krampf irgendwo durch zu müssen, ey.
gar nicht witzig, wirklich. Ist hier noch weiter nach unten? Jackpot. Jackpot, Digga, Technical Light, ja moinsen. Super hell das Ding. Aber ich beschwere mich darüber nicht. Jackpot, Technical Light. Gott, dass ich das Ding doch aufgehoben habe. Dämliche Handy auch nicht mehr. Weil die Sache ist, wenn ich hier durch bin, muss ich ja nochmal anscheinend zurück. Ich muss ja die Tür aufmachen, die Sicherung wiederholen. Um sie denn irgendwo anders reinzumachen. Ist schon super, super nervig, ey. Ein bisschen komisch jetzt. Ich liebe diese Lampe da drauf, wirklich. Bester Fund bisher. Ich bin wieder hier. Okay. Ich denn dann? Da geht's Dings da lang. Geht's ja eigentlich doch. Dann rein, denn da. Muss doch eigentlich hier sein. Kann ja mal schauen. Das hat ja nix. Okay, hier geht's nicht weiter. Richtung gehen.
Weil da muss ich auf jeden Fall wieder rein. Hier muss ich nicht lang. Was? Hallöchen, mehr, der Baum möchte ich umarmen. Aber so, ja, auf jeden Fall. Willkommen im Stream, Mann. Definitiv, der will mich umarmen. Schalte. Unbedingt den Chat sehen. Warum nicht, wa? Nur davon. Danach aus, als wäre da diese Ronald Street. Da durch. Ja, aussieht besonders diese ganzen Gesichter da drauf. Klar, Bruder. Lachwitze mit James hier. Ach so, den habe ich ja nicht gekillt, wa? Super. Wieder am Start, Junge. Das starte ich einfach mal, wenn das nicht vorbeikommt. Ihr seid ja sehr treu zu 1A Sache, my brother. So, ey, wirklich, mich nervt das so sehr, dass man hier in dem dämlichen Spiel keine Karte hat. Knorke, Mensch, das ist richtig Knorke. Es scheint auf dem richtigen Weg zu sein, wenn wir Gegner schon wieder über den Weg laufen, weil die Sache ist. Ob ich es bald durch habe, ich habe absolut keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe es halt noch nie gespielt gehabt. Ich bin mir nicht, ich glaube nicht, bin vielleicht zur Hälfte durch oder so. Denn hin? Passage. Aber der, wo ist denn dieses Ding? Check's nicht. Ronald Street Key. Das dauert bestimmt nur 80 Spielstunden, bitte nicht, ey.
Wäre definitiv Korall. Oh. Oh. Okay. Hier hätte ich also schon mal die M16 bekommen. Ah, okay, die hätte ich sowieso nicht bekommen können, weil mir ja Kettensägen-Typi hier hinterher geladen. Dennis. Mich in. Check's nicht. Ah. So, also hat mich das Spiel jetzt hier runterlatschen lassen, wenn ich hier nicht mal durchkomme oder was? Zeigt man ja, da ist das Ding. Hä? Wo soll ich denn diesen bescheuerten Schlüssel benutzen? Das Haus sieht ja immer sowieso keiner verstehen. Jungs, so Türen hier, weißt du? Aus wie Minecraft hier. Versteh's nicht, wirklich. Versteh's nicht. So, ich folge dich auf Instagram. Oh. Damn. Du meinst wohl dir. Verbesserungs-Convention. Ich check das nicht. Da ist nirgendwo irgendwo eine Tür, die man benutzen kann. Wo ich den Schlüssel benutze. Instagram-Account gehört oder in der Form. Einsamer Instagram-Account. Das habe ich auch noch nie was gehört. Funktioniert, wa? Jetzt darf ich hier ganz akribisch irgendwo nach einer dämlichen Tür schauen. So, somit weiß ich jetzt, was passiert, wenn ich diesem Ding zu nahe komme. Echt, ja, Cyber, ich hab's aufgegeben. Ja, ich hab meinen Refund von dem Spiel auch bekommen gehabt. Das Geilste ist ja gewesen, so, man kann ja CD Projekt Red eine Mail schreiben, wenn man seine Kohle zurückhaben will. Da sollte man dann ein Foto von dem Spiel hinschicken und so eine Kennnummer, also auf dem Zettel, damit die Leute wissen, dass es halt auch von dir ist. Und die haben mir mein Geld zurückgeschickt, über PayPal. Also direkt die Firma von denen sogar. Und, die wollten ihr Spiel nicht zurückhaben. Also ich habe das Spiel immer noch hier. Und ich habe mein Formular da ausgefüllt, dies, das. Und, Also jetzt habe ich mein Geld wieder zurück und konnte das Spiel behalten. Ich weiß, kann mir auch schon denken, warum das so ist. Es wird wahrscheinlich viel zu teuer sein, die ganzen Spiele wieder zurückzunehmen und einzulagern und so ein Mist, weil, weiß ich, wie viele Leute sich beschwert haben, es geht bestimmt in die 100.000 rein oder so. Nicht mehr.
aber tausend über tausende Leute sich darüber beschwert haben und einen Refund verlangt haben für Konsolenversionen. Und ich wüsste auch nicht, was die mit einem Haufen gebrauchter Cyberpunk-Spiele wollen für die PS4. So, hä? Also für mich jetzt nicht nachvollziehbar. Deswegen kann ich ja so ein bisschen verstehen, warum sie es nicht zurücknehmen. Also, wer weiß, vielleicht kriege ich ja noch mal eine Mail von denen. Drin heißt, ja, schickt das Spiel zurück. Gönnt euch. Ich habe es ja sowieso einmal für PC noch mal runtergeladen gehabt. Und auf PC ist es auch nicht spielbar gewesen, weil halt Bugs drin waren ohne Ende. Bei so einer komischen Mission, wo du das erste Mal zu so einem Ripper-Doktor gehst, um mir deine Augen einpflanzen zu lassen, diese Koroshi-Sicht, weißt du? Hast du gemacht? Und danach ist einfach hängen geblieben. Hat einfach die ganze Zeit angezeigt, so von, ja, du musst da hin. Der Questmarker ist da gewesen für die Mission, dass du zu dem Typen hin sollst und das machen lassen sollst, und der ist einfach nicht weggegangen. Man musste das Spiel komplett von vorne anfangen. Da habe ich mir gedacht, so, nee, lass stecken, kein Bock mehr drauf. Ich habe Geld draufbekommen. Papiergeld, was? Verstehe ich jetzt nicht. Also. Wo muss ich denn diesen behinderten Schlüssel benutzen? Wirklich? Ey. Eine Map, ein Questmarker, irgendwas. Bringe zwei Sicherungen nach Thompson Square. Eine davon ist in Saxon Avenue. Jetzt zurück zu Gameplay und gib mir Papiergeld. Was? Ach, meinst du so einen Gutschein oder was? Ist Geld nicht immer aus Papier? Du hast du Falschgeld bekommen von denen oder was? Gewesen, den zu killen. Ach, war chillig. Falschgeld. Ach. Bei irgendeinem Dönerladen geben, weißt du? Döner kaufen, Geld geben. Fällt eh keinem auf. Wenn da jetzt nicht gerade unbedingt drauf steht, Spaßbank Deutschland oder so. Scheine, ich bin hier. Ich bin auf der Ronald Street. Scheint doch alles irgendwie seine Richtigkeit zu haben. Ronald Street Key. King of Tech Ronald Street. Ich bin auf der Ronald Street. Digga, willst du mich verarschen? Nicht so, dass ich mit KFC gehe. Ficken uns chillig. Das soll doch wohl ein Witz sein, wirklich. So gegenüber von da, wo ich rausgekommen bin, ist dieses Teil. So, der ja. Genius, Junge. Darf ich den kompletten Weg jetzt auch noch einmal zurückgehen? Obwohl. Naja, doch, ich gehe mir erstmal die eine Fuse holen. Wenn ich schon hier bin. Nee, das mache ich jetzt. Schissen, muss ich halt jetzt nochmal zurücklatschen, aber zum Glück sind da keine Gegner. Weil dann darf ich mir die eine komische Sicherung holen, dann da in den Sicherungskasten einsetzen, ganz fix, und dann. Ich habe hier einen Abflug machen, dann muss ich den Weg nicht noch. Sollte jetzt auch hoffentlich erstmal noch nichts über den Weg latschen. Absolut kein Bock auf so. Verlust.
Alter, umgehen und besorgen es dir. Da kannst du mal versuchen, vielleicht ist da irgendjemand so freundlich und geht für dich einkaufen. Ich meine, man könnte sich aber auch das Geld sparen für die 1,99 die Minute und einfach den Rewe-Lieferservice in Anspruch nehmen. Kleiner Tipp am Rande. Und irgendwelche Sex-Hotlines dafür bezahlt, dass sie einkaufen gehen. Gott, bin ich froh, dass ich hier immer so akribisch die Gegner wegziehe, ey. Uni-Verschwendung. Dadurch, dass ich sowieso ein bisschen Pistolen-Ammo noch am Stiezel habe, passiert hier sowieso nichts. Richtig. Weil warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, wa? Will die auch ein Subway und ein Sandwich laden? Nicht unbedingt in der Nähe. Weiter weg gibt's eins. Ich bin nicht so der Fan von Subway Deutschland. Hast du wenig Möglichkeiten, irgendwie, dass du selber irgendwie dein Sandwich und so machen kannst, außer meistens immer nur diese dämlichen vorgegebenen Sachen. Boah, ich schätze mal wieder. Ja, oder ja, geht eigentlich, wenn Sub des Tages ist, geht's eigentlich. Ich meine, selber machen ist zwar immer noch billiger. Da findest du aber halt selten passendes Brot für sowas in den meisten Läden. Also richtiges Dingsbrot. Da finde ich aber auch krass, dass Subway es normalisiert hat, dass man sich einfach so ein ganzes Brot reinklatscht. Einfach so ein großes Ding so. Die Kohlenhydrate. Jetzt weiß ich auch, warum ich so fett geworden bin. Fast 30 Kilo zugelegt in den letzten 3-4 Jahren. Letztes Mal erst so alte Videos von mir alte Livestreams von mir angeguckt, wo ich so mit YouTube und so angefangen habe. Boah, ich bin da noch richtig schlank im Gesicht gewesen, ey. Ich aufgehört so ein Hefekloß. Ich werde ja auch nicht jünger, aber. Meine Freundin, die ist gar nicht da. Bei sich zu Hause. Noch gar nicht mit der zusammen. Die ist mittlerweile bei sich zu Hause, ja. Hat oben. Und wieso? Wir wohnen einfach nicht zusammen. Ist halt bloß oft hier. Also sie war auch eine ganze Weile lang hier gewesen. Mittlerweile ist sie zu Hause. Nee, keine Sorge, gibt keinen Ärger im Paradies. Alles gut so. Aber irgendwann ist uns mal aufgefallen, dass sie nun ja vielleicht mal in ihrer Wohnung wohnen sollte. Die sie seit einiger Zeit hat. Die auch mal schön einrichtet und so. Spargel-Tarzan. Spargel-Tarzan, nicht wahr? Schon immer ein bisschen stämmiger gewesen, aber. Ich war halt dünner im Gesicht. Also sieht man bei mir auf jeden Fall. Ich hab einen fetten Bauch bekommen. Muss man echt Sport machen, wenn die ganze scheiß Corona-Kacke zu Ende ist. Aber zumindest im Sommer wieder Fahrrad fahren. Muss ich mir aber erstmal wieder ein neues besorgen. Ich hab zwar eins, aber das ist richtig beschissen. Damals ein Bademeister, ja genau. Ja, Abu, der Bademeister. Jetzt kämpfen!
Okay. Richtig? Naja, damals hat man sein Geld noch für andere Sachen ausgegeben als Essen, weißt du? Ich mich ungern anlege mit Street Fighter oder Tekken schon. Street Fighter. Street Fighter ist cringe, Digga. Tekken. Street Fighter feiere ich jetzt nicht so. Ist mir zu abgehacktes Kämpfen. Das ist schlimm wie in Mortal Kombat, ey. Komischen Stop-Motion-Kampfspiele. Sehen immer aus, als würden die in satten 2 FPS laufen, ey. Lächelt hier mal rum, der Typ, ey. Ah, ich finde schon so Mortal Kombat brutal. Mortal Kombat hat auch eine Story, weißt du? Ich habe das Spiel, ich habe das neue Spiel, habe ich nicht einmal angerührt, weil ich es nicht auf Konsole und so habe, weißt du? Aber ich habe mir so Story-Videos davon angeguckt. Ich meine, die Story ist schon cool aufgemacht, weißt du? Auch wenn sie immer wieder den gleichen Kram machen. Mit Zeitreisen-Kram und was weiß ich. Ist schon cool, ne? So ist das Neue. Grafisch her. Also ich habe ja gesehen gehabt, was das für. Also das Mortal Kombat. Was war das gewesen? X oder so? Was war? Also der Teil, der davor vor dem neueren gewesen ist, der sah aus wie Scheiße. Das sah aus wie so ein altes PS3-Spiel. Und dieser Sprung von dem alten zu dem neuen Teil, richtig gut gewesen, wirklich. Ich glaube, ich würde mir das Spiel sogar einfach holen, einfach mal so wegen der Story, weißt du? Ich glaube, das gibt es sogar richtig oft auf Steam im Angebot. Wieso, also ich mache hier so eine. Ich mache hier so voll die Umwege, wirklich. Das Blöde ist wegen dem Inventarplatz eben. Das geht mir übelst auf den Zeiger, wirklich. Du hast halt dauerhaft nur diese 6 Plätze. Dann darfst du, musst du ständig entscheiden, was du an Waffen wegschmeißt. Ich bin froh darüber, dass ich meine komische Dreischuss Waffe weggegeben habe, weil ich ein paar Minuten später halt einen Aufsatz für die Glocke gefunden habe. Weil dass ich ihm halt keine, nicht mehr mit einer dänischen Kamera durch die Hand rennen muss, mit meinem Sony Ericsson Walkman-Handy. Wenn sie vielleicht Scherben kommen, ja, alles gut. Bastet ja nicht die Welt, so, weißt du? Du kriegst sie ja mittlerweile auf Rebuy auch schon hinterhergeworfen, weil ich bin ja eher mehr so ein Fan von CDs, weißt du, wenn es so um Konsolendinger geht. Auf PC mittlerweile kriegst du ja sowieso kaum noch irgendwelche CD-Sachen. Außerdem heutzutage wirklich die meisten etwas älteren Spiele. Du kriegst irgendwelche Keys und so Mist so für ein Appel und ein Ei hinterhergeworfen. Ja, ich habe so eine große Steam-Liste mit irgendwelchen Spielen einfach. Mir einfach geholt, obwohl ich sie teilweise halt schon auf PlayStation und so habe, aber trotzdem. Kostet ja nicht viel. Kostet da fast gar nichts. Jetzt ist die Frage. Ich muss den kompletten dämlichen Weg nochmal runter.